So sah der Aletschgletscher im Jahr 2021 aus. Doch schon dieses Jahr könnte weit weniger Eis den größten Gletscher der Schweiz, ja den größten Gletscher der Alpen, bedecken. Wissenschaftler sprechen davon, dass die Schweizer Gletscher im aktuellen Jahr bereits 6% des Gletschervolumens an Eis verloren haben. Ein Rekord, sogar größer als im Hitzesommer 2003. Wenn das so weitergeht, werden die Gletscher noch viel früher verschwunden sein, als wir befürchtet haben. Klimavorhersagen zeigen, dass es im Jahr 2100 zwar noch etwas Eis in Höhenlagen gibt, aber wenn wir den Klimaschutz nicht vorantreiben und die Treibhausgase weltweit reduzieren, ist das Eis bis dahin fast weg. There will be almost no ice left by 2100. Schon im Frühling war die Schneehöhe gering. Dann brachte der Wind große Mengen Sahara-Staub in die Alpen. Der dunkle Staub absorbierte mehr Sonnenlicht, die Gletscher schmolzen noch schneller. Bereits vor ein paar Tagen hatten deutsche Wissenschaftler dem südlichen Schneeferner in Deutschland den Gletscherstatus aberkannt. Auch seine Eisdecke wird immer dünner.